Im März 2019 zeigte Doc eine Reportage der RTS-Kollegen über den Babyhandel in Sri Lanka in den Jahren zwischen 1980 und 2000. Gestohlene Kinder. Hintergangene Mütter. Gefälschte Dokumente. Zu der Zeit boomt der Markt mit internationalen Adoptionen. Kinderlose Paare aus Europa und der Schweiz unterstützen diesen Babyhandel, ohne es zu wissen. In der Schweiz stecken die zuständigen Behörden den Kopf in den Sand. Heute sind die adoptierten Babys erwachsen und suchen nach ihren leiblichen Eltern. Ein schwieriges Unterfangen, da die meisten Dokumente gefälscht sind. Auch in anderen Ländern wurde gleich gehandelt. Im Libanon zum Beispiel, wo wir auf einen weiteren Skandal gestoßen sind. Wir treffen Sarah Ineichen in Morsch wieder. Sarah hat in der RTS-Reportage ihre Geschichte erzählt, wie sie im Alter von wenigen Wochen von ihrer leiblichen Mutter getrennt und als Adoptivkind in die Schweiz verkauft wurde. Heute trifft Sarah Catherine Besançon. Sie ist ebenfalls Opfer des Babyhandels. 1984 adoptiert Catherine Besançon voller Zuversicht zwei Kinder aus Sri Lanka. Sie ging davon aus, dass sie alles richtig gemacht hatte, mit einem legalen Adoptionsprozess in der Schweiz. Erst durch die Reportage erfährt sie von den Machenschaften bei den Adoptionen in Sri Lanka. Das war eine schallende Ohrfeige. Ich fühlte mich betrogen. Ich weinte, ich war am Ende. Ich kam mir vor, als hätte ich etwas gestohlen, als hätte ich etwas Schlechtes getan. Dabei wollten wir etwas Gutes tun. Catherine Besançon will Sarah erzählen, was damals vor sich ging. Man hat uns die Kinder in die Arme gelegt. Das war alles bei ihr? Ja, bei ihr. Bei ihr, das heißt bei Miss Dawn da Silva. Sie ist eine der Vermittlerinnen, die den Babyhandel organisiert hat. Für sie arbeitete eine Anwaltskanzlei, welche die Adoptionen mit den falschen Müttern legalisierte. Ein sehr lukratives Geschäft. Im Gang draußen lebten noch andere Kinder, die adoptiert werden sollten, unter schlimmen Bedingungen. Diese beiden Fotos wurden gemacht, bevor wir ankamen. Das hier ist meine Tochter und das ist mein Sohn, ganz klein und allein. Er liegt in seinen Exkrementen und überall sind Fliegen. Es war kaum auszuhalten. Was denkst du, wenn du heute diese Bilder anschaust, nachdem du die Reportage gesehen hast? Das ist eine Industrie. Es ist unmöglich. Aber wir wussten damals nicht viel über das Ausland. Sri Lanka kannten wir gar nicht. Wir wussten nicht, ob es überall so ist, diese Armut. Wir kamen nicht auf die Idee, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht. Catherine ist verbittert. Damals hat keine Schweizer Behörde sie auf irgendetwas aufmerksam gemacht. Ich wurde sehr wütend, auch auf die Behörden, weil ich erfuhr, dass sie zumindest teilweise davon wussten. Wir mussten uns als glaubwürdig ausweisen, wurden genauestens unter die Lupe genommen und sie wussten schon, dass mit den Adoptionen etwas nicht stimmte. Aber niemand sagte uns etwas. Sarah Jacques wurde 1986 in Sri Lanka adoptiert. Sie trifft sich mit ihrem Anwalt. Er ist auch ihr Cousin
und hilft ihr, ihre leibliche Mutter und ihre Wurzeln zu finden. Du musst diese Unterscheidung kennen, das genaue Prozedere, und musst klar sagen, ich will das und das. Wenn du das nicht tust, erhältst du die nötigen Dokumente wohl nicht sofort. Sarah Jacques ist ebenfalls durch Don da Silva vermittelt worden. In der Schweiz kommt sie zu Adoptiveltern im Kanton Neuenburg. Am Anfang läuft alles gut. Doch mit der Pubertät kommen die Fragen zu ihrer Identität. Und es wird ihr schnell bewusst, dass es nicht einfach ist, danach zu suchen, wenn man praktisch keine Anhaltspunkte hat. Es braucht viel Mut, als Adoptierte hinzustehen und seinen Adoptiveltern und dem ganzen Umfeld zu sagen, ich will wissen, wo ich herkomme. Ich dachte, dass ich allein bin in dieser Situation, dass ich alleine gegen die Behörden kämpfen muss. Aber dann begriff ich, dass dem nicht so ist, sondern dass wir viele sind. Ich hoffe ganz fest, dass das hilft. Zuerst wendet sie sich an die Gemeinde, ohne Erfolg. Dann an den Kanton. Es dauert 5 Jahre, bis sie teilweise Antworten bekommt. Sie erhält ihr Adoptionsdossier, allerdings ist es nicht vollständig. Es fehlen wichtige Teile. Einiges scheint da nicht zu stimmen. Ein Dokument, welches das Einverständnis zur Adoption bestätigt, ist datiert, bevor Sarah überhaupt zur Welt kam. Wie kann ein Gericht eine Adoption gutheißen, ohne diese Unklarheit zur Sprache zu bringen? Wenn man nachfragt, dann gibt es niemanden bei der Verwaltung, der sagt, ja, das ist dieses Dossier, hier haben Sie alles, was dazugehört. In diesem Fall hat die Behörde uns zwar das Dossier gegeben, aber ohne uns zu sagen, dass es noch ein anderes gibt, das irgendwo in einem Archiv liegt. Falsche Papiere, inkorrekte Daten, Namen, die ins Leere führen. Das alles lässt wenig Hoffnung, die biologische Familie zu finden. Mit diesen Dokumenten weiß ich nicht, ob ich etwas finde, auch wenn ich die Hoffnung nicht aufgebe. Mein Kampf besteht auch darin, die Wahrheit aufzudecken, vor allem was die Dokumente betrifft, damit ich auf meiner Suche weiterkomme. Ich glaube nicht, dass ich meine Mutter jemals finden werde, weil alles gefälscht ist, vieles fehlt. Aber ich möchte wenigstens die Wahrheit kennen. Doch auf der für Adoptionen zuständigen Behörde findet man, es laufe alles gut. Wenn uns jemand um sein Dossier bittet, dann finden wir dieses Dossier meist in relativ kurzer Zeit, etwa innerhalb eines Monats. Im nächsten Monat findet dann in der Regel das erste Treffen statt. In den Dossiers findet man meist die wesentlichen Hinweise in Bezug auf die Adoption, die aus rechtlicher Sicht notwendig sind. Wie zum Beispiel die Geburtsurkunden der Kinder? Bei den Kindern aus Sri Lanka, waren die Dossiers diesbezüglich komplett? Die Geburtsurkunden sind da. Aber sind die Geburtsurkunden echt? Hören Sie, es handelt sich um Geburtsurkunden, welche die srilankischen Behörden unterzeichnet und abgestempelt haben. Vergleichbar mit Thailand oder den Philippinen heute. Wir haben nicht die Kapazität, diese Dokumente zu verifizieren, sie zurückzuschicken, weil es früher einmal einen Betrug gegeben hat. Im Fall von Sri Lanka ist es weniger die Richtigkeit der Geburtsurkunde als die Richtigkeit der Abstammung, welche angefragt wird. Wenn also in einem Dossier auf der Geburtsurkunde der Name der Mutter XY ist und auf der Adoptionsurkunde steht bei der Mutter ein anderer Name, dann sollte man sich doch schon ein paar Fragen stellen, oder nicht? Absolut, diese Fragen muss man stellen. Das ist aber nicht geschehen. Ich kann dazu nichts sagen, ich war nicht dabei. Ich kann auf jeden Fall nicht bestätigen, dass man sich keine Fragen gestellt hat. Stehen die Kantone, Neuenburg, um bei diesem Beispiel zu bleiben, nicht in der Verantwortung in dieser Sache? Der Kanton hat eine Verantwortung, die man jedoch im Zusammenhang mit den Ereignissen sehen muss.
Und außerdem handelt es sich bei der Frage nach der Verantwortung um eine rechtliche Frage. Also müsste man sie der Rechtsabteilung stellen oder besser noch dem Staatsrat. Genau das haben wir getan. Wir verlangten ein Interview mit der SP-Staatsrätin Monika Mehr-Hefti, Chefin des Erziehungs- und Bildungsdepartements und somit zuständig für diese Angelegenheit. Sie hat abgelehnt. Dann haben wir den gesamten Staatsrat von Neuenburg angefragt. Wieder eine Absage. Die Regierung schreibt uns: Die Entscheidungskompetenz für eine Adoption fällt in die Zuständigkeit der Justizbehörde und jene der Ausweispapiere in die des Bundes. Eine erstaunliche Antwort. Der Bundesrat hat nämlich in einer Mitteilung vom 14. Februar 2018 festgehalten: Internationale Adoptionen fallen komplett in die Kompetenz der kantonalen Behörden. Wir sind im Wallis bei Gael Torne. Gael hat 1980 eine glückliche Adoption erlebt. Sie kam durch die Vermittlung der Schweizerin Alice Honecker in die Schweiz. In ihrem Fall, und das ist selten, ist die Geburtsurkunde korrekt. Und so macht sie sich auf die Suche nach ihrer leiblichen Mutter. Meine Eltern haben mir von Anfang an gesagt, dass ich adoptiert bin. Meine Mutter konnte mich nicht behalten, deshalb übergab sie mich an Adoptiveltern, die sich sehnlichst ein Kind wünschten. Meine Adoptivmutter hat das immer sehr positiv geschildert. Ein idyllisches Bild, das brutal zusammenbricht, als Gael 2017 erstmals in einem TV-Bericht vom Kinderhandel in Sri Lanka erfährt. Ich hatte plötzlich den Eindruck, dass mein ganzes Leben falsch ist. Das klingt vielleicht idiotisch, weil ich doch eine solide Basis habe mit einer tollen Familie. Aber plötzlich gibt es keine Logik mehr, keine Rationalität. Das geht an die Nieren und ich hatte das Gefühl, gar nicht mehr zu existieren. Gael nimmt Kontakt auf zur Schweizer Botschaft in Colombo. Sie will ihre leibliche Mutter finden. Die Botschaft macht die Mutter ausfindig. Gael trifft sie in Colombo, sie fallen sich in die Arme. Aber Gael ist unsicher. Sie verlangt einen DNA-Test. Die Antwort ist brutal. Es ist nicht ihre Mutter. Ich fühlte mich sehr schuldig. Schuldig wofür? Dass ich dieser Mutter Hoffnungen gemacht habe. Sie dachte doch auch, sie hätte ihre Tochter gefunden. Und dann bin ich es gar nicht. Ich hatte von Anfang an meine Zweifel, als ich die Dokumente aus Sri Lanka studierte. Jemand von der Botschaft sagte mir noch: Ach, Dokumente in Sri Lanka, das ist nicht dasselbe wie in der Schweiz. Es ist normal, wenn einiges nicht übereinstimmt. Aber es ist schon ihre Mutter. Wir zeigen Gael ein Dokument des Bundesamts für Ausländerfragen von 1982. Es handelt sich um das Eintrittsformular in die Schweiz für Adoptivkinder. Zum Zeitpunkt der Antragstellung ist die Identität des Kindes oft nicht bekannt oder ungenau. Aus diesem Grund verwenden wir den Namen, der uns angegeben wurde, selbst wenn er nicht ganz exakt ist oder nicht mit der Realität übereinstimmt. Diese Tatsache ist unwichtig, denn die echte Identität des Kindes wird bei seiner Ankunft mithilfe eines gültigen Passes gebildet werden. Das schockiert mich. Es steht da, schwarz auf weiß. Was schockiert Sie am meisten? Dass hier steht, diese Tatsache sei unwichtig. Ein Name definiert, welche Person man werden wird. Es ist die Essenz eines Menschen. Wir sind doch Menschen und keine kleinen Welpen. Wir sind Menschen und denen gibt man einen Namen. Ich finde das sehr patriarchalisch.
Es bedeutet, ach, diese armen kleinen Kinder, wir werden sie retten. Der Name, das ist ein kleines Detail. Damit soll man uns nicht auf die Nerven gehen. Wir sorgen dafür, dass sie ein richtiges Leben haben. Wir geben ihnen auch einen Namen. Aber wir sind in Sri Lanka geboren. Uns hat nicht der Storch vor die Haustür unserer Adoptiveltern gelegt. Man kann nicht einfach die Wurzeln abschneiden und so tun, als habe es diesen Teil nie gegeben. Nach der entmutigenden Erfahrung mit der Schweizer Botschaft in Colombo sucht Gaël ihre leibliche Mutter auf eigene Faust. Ich habe meine Mutter zum ersten Mal in einem Hotel in Sri Lanka getroffen. Das war eine merkwürdige Begegnung, denn sie ist für mich eine Unbekannte. Haben Sie auch hier einen DNA-Test gemacht? Den Test habe ich letztes Jahr gemacht. Die Resultate habe ich im Mai bekommen. Nach all den schlechten Erfahrungen wollte ich einfach ganz sicher sein. Ist es wirklich meine Mutter? Der Test ist positiv. Das Resultat hat viel ausgelöst. Ich durfte plötzlich einen Teil Sri Lanka in mir haben. Ich durfte mich für meine Herkunft interessieren. Ich durfte wirklich zwei Mütter haben. Gaël kam über die Vermittlung von Alice Honecker in die Schweiz. Alice Honecker hat neben der Vermittlerin Don da Silva den Handel mit sri-lankischen Kindern ermöglicht. Die Organisation mit Sitz in St. Gallen hat in den Jahren 1980 bis 2000 am meisten Kinder aus Sri Lanka in die Schweiz gebracht. Mehr als 250 Adoptionen sind durch sie zustande gekommen. In Sri Lanka arbeitete Honecker mit einem Anwalt zusammen, der den Babyhandel in die Wege leitete. Ich habe sie 1995 kennengelernt. Meine Eltern hatten sich das gewünscht, dass ich sie kennenlerne, bevor sie stirbt. Für meine Eltern war sie die Frau, die ihr Leben verändert hatte. Der Kanton St. Gallen gibt eine detaillierte Studie zu den Vermittlungsaktivitäten von Alice Honecker in Auftrag, von den Jahren 1979 bis 1997, als sie starb. Es ist haarsträubend. Der Bericht sagt ganz klar, dass das einzige Interesse dieser Dame finanzieller Natur war. Es steht da, es ist eindeutig. Sarah Ineichen trifft in St. Gallen Tamara Kramer, die ebenfalls aus Sri Lanka adoptiert wurde. Sie haben einen Termin bei der Kantonsregierung. Und zwar aus gutem Grund. Beide kamen durch die Vermittlung von Alice Honecker in die Schweiz. Tamara und Sarah wollen wissen, weshalb die Behörden damals die Augen verschlossen, obschon die unsauberen Machenschaften bei den Adoptionen aus Sri Lanka der Öffentlichkeit bekannt waren. Die Frage ist, ob der Kanton seine Verantwortung von damals anerkennt und den Adoptierten heute hilft. Grüezi miteinander. Willkommen. Regierungsrat Martin Klöti ist zuständig für dieses Dossier. Wir haben inzwischen mit all den gesammelten Dossiers von Haufen Adoptierten aus Sri Lanka in der Schweiz muss man davon ausgehen, dass fast geschätzte 70% der Papiere gefälscht sind. Das heisst, unsere Suchaktion oder unser Suchsystem bei den Kantonen und auf Bundesebene funktioniert bei diesen 30%, die stimmen. Da findet man die Eltern relativ schnell in 1 bis 2 Tagen. Und jetzt stellt sich natürlich der Bericht von St. Gallen zeigt, dass Alice Honecker vom Kanton eine Arbeitserlaubnis erhalten hatte, obschon sie die rechtlichen Bedingungen nicht erfüllte. Und dies Jahr für Jahr, während 25 Jahren, mit einem kleinen Unterbruch von einigen Monaten. Der Bericht betont,
Der Kanton St. Gallen hat seine Kontrollpflicht bei der Vermittlungstätigkeit von Alice Honecker nicht genügend ernst genommen. Dann kann ich doch als Betroffene wenigstens eine Entschuldigung erwarten. Also erwarte ich, will ja. Wirklich wie Zara schon sagt, ich will auch kein Geld. Dann bin ich schön, wie 25.000 Euro. Ich kann auf Sri Lanka, aber ich will kein Geld. Ich will von Behördenseite eine Entschuldigung. Ja. Steht der Kanton St. Gallen heute in der Verantwortung? Natürlich hat der Staat die Verantwortung. Wer sonst? Nur, wir können niemanden mehr zur Verantwortung ziehen. Und deswegen ist die Art der Anerkennung der Verantwortung eine andere. Sie muss genereller sein. Mit einer Form von Entschuldigung, dass Dinge in jener Zeit geschehen sind, die heute nie mehr geschehen würden. Die von Alice Honecker gegründete Stiftung organisiert schon lange keine Adoptionen mehr. Doch sie hat etwa 250 Dossiers aus jener Zeit archiviert und weigert sich, diese an den Kanton auszuhändigen. Dieses Archiv, das größte zu den Adoptionen aus Sri Lanka, das gehört doch in professionelle Hände. Wir haben ein Staatsarchiv, wo eben solche Akten geordnet werden. Nur dazu müsste ich erst einmal zu diesen Akten kommen. Und wir haben sie nicht erhalten. Und ich bin mit Ihnen. Wir müssten hier etwas investieren im Sinne von einer professionellen Archivierung. Da es sich um eine private Stiftung handelt, hat der Kanton aber nicht das Recht, die Herausgabe der Dossiers zu verlangen. Und der Bund argumentiert, es sei nicht seine Aufgabe, einzugreifen. Dieses Archiv wird nicht professionell geführt. Wer garantiert uns, dass diese Dossiers nicht einfach verschwinden? Das kann niemand garantieren. Wir sind zuständig für die aktuellen Vermittler. Sie sprechen eine private Organisation an, die damals legal funktionierte und die dem Gesetz des Kantons unterliegt. Wir wissen, dass der Kanton St. Gallen mit dieser Stiftung diesbezüglich in Kontakt ist, aber mehr nicht. Kurzum, Bund und Kanton schieben sich gegenseitig den schwarzen Peter zu. Doch die Zeit drängt. Sarah in Eichen hat ihr Dossier von der Stiftung Honecker verlangt. Erhalten hat sie die Dokumente einer anderen Adoptierten, was zeigt, wie fehlerhaft dieses Archiv geführt wird. Sarah will dem heutigen Verantwortlichen der Stiftung einen Besuch abstatten und ihm die falschen Dokumente zurückbringen. Wir begleiten sie. Sie können vielleicht dieses Dossier, das ist das falsche Dossier, die Sie geschickt haben. Auf meinem Dossier, ich habe den Namen von meiner leiblichen Mutter geschrieben. Das Geburtsdatum. Das Geburtsdatum von mir. Und sie schicken mir ein Dossier von einer Adoption, die 10 Jahre später gemacht wurde. Ja, weil ich habe nicht. Ich würde eigentlich gerne mit Ihnen ein Gespräch suchen und Sie bitten, ob es eine Möglichkeit gäbe, dass Sie alle Dossiers würden die Staatsarchive übergeben. Das darf ich gar nicht. Ich war beim Kanton. Und ich habe Ihnen schon mal gesagt, in diesen Dossiers sind nur Informationen zu den Adoptiveltern und nichts anderes. Punkt. Und dann hat mir die Dame gesagt, vom Kanton, da haben wir einen gewissen Persönlichkeitsschutz. Das heisst, ich muss die Adoptiveltern fragen, ob ich die Dossiers überhaupt rausgeben darf. Und wenn alle Adoptiveltern so okay geben, dann wären sie bereit, die Unterlagen in das Archiv zu geben. Nein, das Archiv nicht. Nein, das Archiv sowieso nicht. Wenn schon denen direkt betroffenen Leute. Nein, das Archiv ist kein Thema. Ich kann jetzt gemerkt, wie es rauskommt bei einem Archiv. Sonst geht es darum, dass die Adoptierten jetzt gerne ihr Recht hätten, ihre Dossiers und noch irgendeine Chance, ihre Mütter zu finden. Weil Mütter suchen Kinder. Und nicht zu wissen, wie man heisst, woher das man kommt und ob unsere Eltern überhaupt uns freiwillig gegeben haben. Sie, ich habe Mütter getroffen, denen hat man bei der Geburt gesagt, das Baby ist gestorben. Und hat es weggegeben und ist über die Havanesan, über die Frau Alice Honecker, hier in die Schweiz adoptiert worden. Und
das ist nicht richtig. Ja, und darum, was soll ich jetzt da machen? Ich gebe die Dossier auf jeden Fall nicht aus, das können wir vergessen. In gewissen Dossiers sind zum Beispiel Bestellunglisten auftaucht, von Babybestellungen erstellt von ihrer Mutter, wo steht, Familie XY hätte gerne ein herziges Mädchen, bitte nicht zu dunkel, wir hätten gerne ein liebes Kind und wir hätten eins gerne mit dunklen Haaren. Ah, das und ist aber in Sri Lanka glaube, ziemlich üblich, dass man dunkle Haare hat, wenn ich das richtig einschätze. Ja. Aber dass man eine Bestellung macht. Ja, hören Sie mir doch auf mit so einem Quatsch. Ich habe mich unwohl gefühlt, schon an diesem Ort zu sein. Ihm gegenüber, als adoptierte Person, vor ihm zu stehen. Und andererseits auch trotzdem unsere Rechte einzufordern. Weil es gibt viele Adoptierte, die Schwierigkeiten haben, für ihre Rechte einzustehen, weil es ihnen heute psychologisch einfach nicht gut geht. Sarah ist auf dem Weg zu Pedro Suter. Er ist Sozialarbeiter und hat früher im Bereich Adoptionen gearbeitet. Hi, Pedro. Wie geht's dir? Gut, danke. Pedro Suter hätte 1984 die Nachfolge von Alice Honecker antreten sollen. Doch bevor er die Leitung der Stiftung übernimmt, will er sich in Sri Lanka ein eigenes Bild von den lokalen Bedingungen der Adoption machen. Was er da entdeckt, schockiert ihn zutiefst. In der Folge kündigt Pedro Suter. Du schreibst ja auch über die Situationen, detailliert von den Babyfarms, wie es aussieht. Wie war das für dich dort? Ich diese Art von Adoption kann ich nicht unterstützen. Also das war ein ganz einfacher Raum, wo sechs Frauen auf Matratzen gelegen sind mit ihren frisch geborenen Babys. Und sind dort wahrscheinlich etwa zwei, drei Wochen so gewesen, bis zur Übergabe vor Gericht. Pedro Suter schreibt damals einen vernichtenden Bericht. Heute noch erinnert sich Pedro Suter, dass Alice Honecker ihm damals in Sri Lanka etwas Merkwürdiges anvertraut hatte. Ja, sie kam am 31. August 1984 kam sie in Colombo an. Und nach dem gleichen Tag habe ich sie getroffen dort bei Frau Tavanesan. Und dann hat sie mir gesagt, sie sei kürzlich mit Herrn Dr. Oehler auf dem Bundesamt gewesen und habe dort mit dem obersten Chef gesprochen. Und es werde nun ein schweizerisch einheitliches Verfahren erlassen. Das heißt, in Zukunft sei die Personaliendurchgabe der Kinder wieder mit Telex erlaubt. Das war irgendein Problem, dass das nicht mehr möglich war per Telex. Und dann war das komplizierter für die Adoptiveltern. Und sie hat da wieder den Weg freigemacht, zusammen mit Herrn Oehler. Also das Ziel war eine Erleichterung der Prozedur. Ja, das war so nach dieser Aussage ganz klar. Edgar Oehler, der mit Alice Honecker beim Bundesamt für Ausländerfragen vorstellig wird, ist kein Unbekannter. Edgar Oehler gilt als König von St. Gallen. Gefürchtet und respektiert. CVP-Nationalrat zwischen 1971 und 1995. Enger Freund von Bundesrat Kurt Vogler, damaliger Chef des Justiz- und Polizeidepartements. Größter Arbeitgeber im Kanton St. Gallen. Mächtiger Lobbyist für die Zigarettenindustrie. Gemäß der Zeitschrift Bilanz beläuft sich sein Vermögen auf 175 Millionen Franken. Zwischen 1980 und 1984 adoptiert Edgar Oehler vier Mädchen aus Sri Lanka. Durch die Vermittlungsagentur von Alice Honecker. Er ist also direkt betroffen. Deshalb stellt sich die Frage, was haben Edgar Oehler und Alice Honecker vom Bundesamt für Ausländerfragen verlangt in Bezug auf Sri Lanka? Ich wollte einfach wissen, was da positiv oder falsch ist oder unehrlich. Und deswegen bin ich da hingegangen.
Gemäß Pedro Sutter wollte er den Adoptionsprozess beschleunigen. Das ist jetzt eine Detailfrage, da erinnere ich mich nicht mehr. Das sind 18 Jahre. Und seither ist viel durch meine Ohren gegangen. Also nicht in dieser Sache, aber vom Leben, Geschäft. Madame Honegger, hat Frau Honegger von ihrem Schutz profitiert? Von meiner Schutz? Ja. Ich habe sie sehr wenig getroffen. Ich sage 3-4 Mal. Aber das hätte sie, ich hätte es nicht mehr gemerkt, dass ich sie unterstütze. Der Kanton wagte es wohl nicht, etwas gegen Frau Honegger zu unternehmen, weil sie sie geschützt haben. Nein, das glaube ich nicht. Ich bin ein Politiker, der auch immer wieder angeschossen wurde. Viele Medien berichteten über den Kinderhandel in Sri Lanka. Erinnern Sie sich daran? Nein. Gar keine Erinnerung? Habe ich nie etwas gehört und gelesen. Sie waren Journalist, Chefredaktor, Sie saßen in Kommissionen, in denen es um Außenpolitik ging. Diese Frage betrifft Sie auch persönlich. Wie ist es möglich, dass Sie davon noch nie gehört haben? Ist offenbar alles bei mir vorbeigegangen. Also, wenn ich etwas gemerkt hätte, wäre ich massiv darauf aufgegangen. Mehr als den Hinweis auf Detailfragen und verlorene Erinnerungen ist nicht zu erfahren. Sarah trifft sich mit Dida Gigon, die sich ebenfalls für die Rechte der Adoptierten einsetzt. Dida ist Präsidentin von Born in Lebanon, der Vereinigung für Adoptierte aus dem Libanon. Sarah präsidiert Back to the Roots, die Organisation für Adoptierte aus Sri Lanka. Schön, dass wir die Arbeit zwischen unseren Vereinigungen etwas vorantreiben können. Ja, mal schauen, welche Anliegen wir gemeinsam haben, zum Beispiel auf Bundesebene. Worauf legt ihr momentan den Fokus? Seit einem Jahr haben 172 Adoptierte aus Sri Lanka in der Schweiz mit uns Kontakt aufgenommen. Etwa jeden dritten Tag kommt eine neue Person dazu. Bei uns haben viele schon an andere Türen angeklopft. Aber am Schluss landen alle bei uns. Wir tun, was wir können, aber es übersteigt langsam unsere Kapazität. Sri Lanka ist wohl nur die Spitze des Eisbergs in der Geschichte der internationalen Adoption. In den Jahren zwischen 1980 und 2000 wurden 13.400 ausländische Kinder in die Schweiz adoptiert. Internationale Adoptionen boomen. In der Schweiz und in anderen westlichen Ländern sind sie die Lösung für ungewollt kinderlose Paare. In Ländern wie Korea, Indien, Brasilien, Chile, Guatemala, meist durch bewaffnete Konflikte destabilisiert, sind die Adoptionspraktiken genauso fragwürdig wie in Sri Lanka. Wir wollen das Beispiel Libanon genauer anschauen. In den 1980er Jahren wütet im Libanon ein brutaler Bürgerkrieg. Das Land versinkt im Chaos. Internationale Adoptionen haben Hochsaison. Dida Gigon kommt 1984 in Beirut zur Welt. Wir treffen sie am Hafen von Junieh im Norden von Beirut. Ich bin nie mehr hierher zurückgekehrt. Genau von hier habe ich damals den libanesischen Boden verlassen. Mein erster Transport fand in einem dieser kleinen Fischerboote statt, die mich und meine Adoptiveltern zur Fähre auf Zypern brachte, von wo aus die Reise dann weiterging.
Es gab wenige Menschen, die das Risiko auf sich nahmen, hierher zu kommen. Zum Beispiel meine Adoptiveltern, die keine Angst hatten. Wie alt waren Sie damals? Ich war knapp 8 Tage alt. Acht Tage und die Sache ist erledigt. Denn das im Libanon angewendete System ist noch etwas perfider als jenes in Sri Lanka. Dank einer falschen Geburtsurkunde eines Arztes wurde Dida als biologische Tochter ihrer Adoptiveltern erfasst. Offiziell wurde sie also nie adoptiert. Eine radikale Methode, die damals in mehreren Ländern praktiziert wurde, um die Kontrollen der Behörden zu umgehen. Zurück in der Schweiz haben die Adoptiveltern Dida noch formell adoptiert. Doch längst nicht alle Adoptiveltern haben das getan. Im Libanon profitieren damals auf dem Adoptionsmarkt alle Arten von Vermittler von den Kriegswirren. Anwälte, Ärzte, Schwestern, Hebammen. Über verschiedene unterschiedliche Quellen stoßen wir auf eine Tonaufnahme, die ohne das Wissen der Vermittlerin vor einigen Jahren aufgezeichnet wurde. Die Person beschreibt, wie es damals vor sich ging. Alle Ärzte sind Gynäkologen. Sie wissen alle, dass ich die Adoptionen mache. Sie haben Vertrauen in mich, auch wenn es um die Ausgaben geht. Geld, das man dem Krankenhaus zahlen muss oder dem Arzt. Einmal habe ich einem Arzt gesagt, wie viel wollen Sie? Er hat gesagt, 240.000 Dollar. Sie wollen einfach das Geld. Sie nehmen nicht einmal einen Scheck. Man muss das Waisenhaus bezahlen, die Dokumente und mein Honorar. Ich kassiere das Geld ein. 5.000 Dollar pro Adoption. Davon bekomme ich dann nicht einmal 1.500 Dollar. In Bern im Bundesarchiv finden wir die Bestätigung für diese Vorgehensweisen. Thierry Achtmann, Recherchejournalist bei RTS, durfte den diplomatischen Briefverkehr der Schweizer Botschaft im Libanon anschauen, jedoch ohne zu filmen. Gemäß den Unterlagen macht das Bundesamt für Ausländerfragen die Schweizer Botschaft im Libanon auf eine verdächtige Vermittlung aufmerksam. Diese wird von einer Anwältin in Beirut betrieben, die horrende Vermittlungsgebühren verlangt. Am 6. August 1987 schreibt das Bundesamt für Ausländerfragen: Ich gebe Ihnen die Adresse einer libanesischen Anwältin, welche in Beirut als Vermittlerin bei Adoptionen fungiert. Sie vermittelt die Kinder und versucht, die Adoptionspapiere zu bekommen. Außerdem organisiert sie die Reise der Adoptiveltern und verlangt dafür einen Pauschalpreis von 26.000 Schweizer Franken. Im Archiv finden wir ein Schreiben des Rechtsberaters der Schweizer Botschaft, das auf ein Auskunftsersuchen über die rechtlichen Voraussetzungen für eine Adoption im Libanon antwortet. Im Schreiben werden verschiedene Vorgehensweisen beschrieben. Am 5. Januar 1988 wird vor den Gepflogenheiten im Land gewarnt. Um ein normales und gesundes Kind zu bekommen, wendet man sich an bestimmte Ärzte und Entbindungskliniken. Man spricht mit dem Arzt, der einem im Voraus ein Neugeborenes einer Mutter zuspricht, die ihr Neugeborenes gleich nach der Geburt weggeben möchte. In den 1980er Jahren spielen im Libanon die christlichen Geistlichen eine zentrale Rolle. Die religiösen Gerichte genehmigten Adoptionen und die christlichen Kinderheime konnten, wenn nötig, sogar Geburtsurkunden ausstellen. Zwei Namen tauchen immer wieder auf: das Kinderheim Saint-Vincent de Paul und das Waisenhaus Bon Pasteur. Wir haben einen Termin in der Altstadt von Sidon, beim griechisch-katholischen Erzbischof. Der amtierende Erzbischof war damals noch nicht im Amt. Er antwortet im Namen seiner Kirche. Es gab in diesen Waisenhäusern Menschen, welche immer wieder Kinder wegbrachten. Das war nicht böswillig.
Sie wollten das nicht tun, aber der Krieg zwingt einen so zu handeln. Aber der Krieg entschuldigt nicht alles. Die Vermittler, die aus der Adoption ein Geschäft machten, hatten gute Adressen. Das bestätigt eine Notiz der Schweizer Botschaft in Beirut vom 22. Dezember 1980. Darin sind die Empfehlungen der verantwortlichen Schwester des Waisenhauses Saint-Vincent-de-Paul festgehalten. Sie erklärt, dass das Waisenhaus das Prozedere abkürzen kann, um die Dinge zu beschleunigen. Die lange Wartezeit kann verkürzt werden, wenn die Adoptiveltern selbst ein Kind finden, zum Beispiel durch die Vermittlung eines Krankenhauses oder eines Arztes. Auch in diesen Fällen ist das Waisenhaus Saint-Vincent bereit, die erforderlichen Formalitäten zu erledigen. Anders gesagt, Saint-Vincent-de-Paul und Le Bon Pasteur haben bei diesem Handel zumindest eine unterstützende Rolle gespielt. Der protestantische Pfarrer Habib Badr hat das konfessionelle Gericht präsidiert, welches während des Bürgerkrieges über die Adoptionen befand. Wussten Sie, woher diese Babys kamen? Nein, das war die große Frage für uns, für mich ganz besonders. Und es ist auch einer der Gründe, weshalb wir die Adoptionen nach einiger Zeit nicht mehr durchgeführt haben, weil es nicht möglich war zu erfahren, wer die leibliche Mutter ist. Das war für mich als Präsident des Gerichts ein Dilemma. Soll ich diese Frage stellen? Welche Frage? Die Frage, wer die Mutter ist, wer die Eltern sind, wieso sie das Kind weggegeben haben und so weiter. Bevor ich für eine Adoption entscheide, soll ich diese Frage stellen oder nicht? Denn vielleicht stellt sie ja das Kind eines Tages, aber vielleicht auch nicht. Und wie haben Sie für sich diese Frage beantwortet? Ich habe entschieden, es nicht wissen zu wollen. Ich habe beschlossen, dass es eine Entscheidung zwischen zwei schlechten Varianten ist. Es ist schlecht, es zu wissen, und schlecht, es nicht zu wissen. Damals dachte ich, es sei weniger schlecht, es nicht zu wissen. It's a lesser evil not to know. Für Dida aber war es unabdingbar, es zu wissen. Ich war wie besessen davon, herauszufinden, wer meine leibliche Mutter ist. Ohne Antworten ist man zu allem bereit. Ich war bereit, im Libanon zu leben. Ich war bereit, zu sterben. Mein einziges Ziel im Leben war, meine leiblichen Eltern zu finden. Aber eigentlich suchte ich nicht meine Eltern, sondern die Wahrheit, damit ich in meinem Leben weiterkomme. Und genau das ist das Problem. Betrachtet man die Adoptionsbedingungen aus jener Zeit, mit falschen Geburtsurkunden, ohne Namen der leiblichen Mutter, wird die Suche nach der Wahrheit praktisch unmöglich. Es wird 10 Jahre dauern, bis Dida ihre leibliche Mutter findet. Sie zieht für einige Jahre nach Beirut, sie lernt Arabisch und schafft es, den Namen ihrer Mutter und ihre damalige Adresse ausfindig zu machen. Hier sind wir vor dem Haus, in dem meine leibliche Mutter damals wohnte. Ich habe dieses Haus sehr lange gesucht. Ich war mir nicht sicher, ob es wirklich hier ist. Doch dann traf ich die Hausbesitzerin. Sie saß dort auf der Bank, schaute mich ganz intensiv an und murmelte auf Arabisch: "Ich weiß, wer du bist." Da habe ich begriffen, dass ich am richtigen Ort bin, denn ich gleiche meiner leiblichen Mutter sehr. 2012 wird sie von einem libanesischen Fernsehteam kontaktiert. Sie wollen eine Reportage über Didas Suche machen und bieten ihr Hilfe an. Sie schaffen es, die Mutter aufzuspüren und entdecken etwas Unglaubliches. Sie lebt seit 27 Jahren in der Schweiz, eine Zugstunde vom Dorf entfernt, in dem Dida aufgewachsen ist. In Beirut traut Dida ihren Ohren nicht.
Hallo. Hallo, bonjour. Bonjour. Darf ich dich fragen, wieso du deine Mama suchst? Ich möchte sie kennenlernen. Ich möchte wissen, wie sie aussieht. Ich möchte wissen, wie ihr Leben verlaufen ist. In meinem Leben ist viel passiert. Ich habe mich so nach dir gesehnt, aber gleichzeitig hatte ich solche Angst. Ich habe nur geweint. Ich war sehr krank. Ich ging von einem Psychiater zum nächsten. Ich wollte meinem Leben ein Ende setzen. Es ist zu schwer, am Telefon darüber zu reden. Kein Problem. Um ganz sicher zu sein, macht Dida einen DNA-Test. Er ist positiv. Also macht sie sich, zusammen mit dem libanesischen Fernsehen, auf den Weg in die Schweiz. Geht's dir gut? Ja, und dir? Ich muss dich die ganze Zeit anschauen. Ich habe dich weggegeben, aber nie ganz. Ich habe immer gehofft, dich eines Tages wiederzusehen. Wenn man seine Wurzeln sucht, dann bedeutet das nicht nur, den Namen der Familie herauszufinden. Es bedeutet auch, eine Geschichte zu hören, eine schöne oder eine schmerzhafte. Und meistens ist es eine schmerzhafte. Ich bin gespalten. Einerseits muss ich gewisse Dinge respektieren, die einfach zu schmerzhaft sind. Und andererseits ist da auch mein Bedürfnis, Licht ins Dunkel zu bringen, damit ich überhaupt weitermachen kann. Die Geschichte von Dida, die im Libanon begonnen hat, ist außergewöhnlich. Aber sie ist nicht allein mit ihrem Schicksal. Tausenden von Adoptierten wie Dida wurde immer wieder erklärt, dass sie durch die Adoption vor einem schlimmeren Leben bewahrt worden seien. Für mich machen solche Aussagen überhaupt keinen Sinn. Sie sprechen von Rettung. Aber die Wahrheit ist, dass da eine Mutter war, die in Kriegszeiten schwanger wurde von einem Mann, mit dem sie nicht verheiratet war und der ihr Gewalt angetan hatte. Diese Frau musste ihr Baby ganz alleine zur Welt bringen. In einem Land, in dem die Frauenrechte nicht respektiert werden und in dem sie das Kind nicht offiziell anmelden konnte. Man sagte ihr, es sei besser, sich vom Kind zu trennen. Das ist die Grundlage, auf denen internationale Adoptionen möglich gemacht wurden. Es ging also ganz klar nicht darum, einer Frau in einer schwierigen Situation zu helfen. Und auch nicht einem Kind, das vielleicht seine Eltern im Krieg verloren hätte. Und auch nicht einer armen Frau zu helfen. Meine Mutter war nicht arm. Diese Aussagen über Rettung dienen nur als Vorwand, um die Nachfrage nach Adoptionskindern aus der westlichen Welt zu verdecken. D'adoption de la part des pays étrangers. Als Dida ihre Mutter wiederfand, hat sie etwas Grundlegendes erfahren. Ich habe begriffen, dass meine Mutter in einer psychisch enorm verletzlichen Situation war, als sie alleine den Entscheid traf, sich von mir zu trennen. Es ging nicht darum, dass sie als Mutter ihr Kind nicht wollte. Diese Erkenntnis hat etwa 70% meiner Wunden geheilt. Die Wunden heilen oder sie zumindest erträglicher machen.